Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Dezember-Energie 2022. Ich kann es noch immer gar nicht fassen, dass wir schon Dezember kriegen jetzt. Ich weiß nicht, ich warte eigentlich immer noch auf den Sommer. Deiner stimmt nicht, der Sommer war schön. Na gut, wir gucken. Deine Hauptenergie legen wir hier drauf. Bei dir im Dezember dreht es sich um eine Gruppe von Menschen. Also Dezember hast du viele Menschen um dich. Beruflich, privat, wie auch immer. Also hast du mit vielen Menschen zu tun. Und du brauchst auf irgendeiner Weise Mut, denn du solltest eine Entscheidung treffen. Okay, eine mutige Entscheidung ist hier gefragt. Oh, der Liebe. Oh, das braucht natürlich. Dann hier ist Liebe und Erfüllung, lieber Wassermann. Du glaubst aber nicht dran, das macht dich nämlich mutlos im Körper. Okay, das mutlos im Körper kann auch sich auswirken in einer Krankheit, in der Grippe oder irgend sowas. Eigentlich ist das hier schön, eine mutige Entscheidung. Oder du bist nicht so mutig und entscheidest nicht. Ah, mal gucken. Gruppe Menschen, ne? Hier liegt dann schon wieder Krankheit drin. Oder irgendwas, was nicht passt. Aber hier hast du auf jeden Fall einen Gewinn drin. Warum auch immer da jetzt eine Krankheit liegt, das werden wir nachher noch herausfinden. Ja, die weißt du gar nicht, die liegt hier im Verborgenen. Und sie transformiert sich. Ja, okay, das ist auch schön. Ein Gewinn mit Geld, das ist sehr schön. Auch und durch Zauberhand, das ist ja wunderschön hier. Hier hast du deinen Partner an der Seite, also hier ist es richtig schön. Ein Vertrag kommt hier. Und du zweifelst an dem. Okay, also was ich hier mutlos, hier ist wirklich alles schön. Also hier ist richtig, richtig toll. Hier ist ein absoluter Geldgewinn drin von Zauberhand. Brauchst aber eine mutige Entscheidung, aber anscheinend betriffst du die. Da ist dann dein Partner, der auch die Erfüllung in der Liebe mitlebt. Aber hier ist ein Zweifel, ein Vertrag, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Die Arbeit ist ein Gewinn, hast du mehr Arbeit und du machst sie mit Leidenschaft. Und hier ist aber auch eine Lüge drin, aber ich glaube, die ist gar nicht so wild, hier liegt es viel zu gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Hier ist die Gesundheit, die Mutter und die Partnerschaft. Ja, hier liegt der Vertrag mutlos. Ich sagte vorher schon, dass das könnte eine Grippe sein. Das vielleicht deine Mutter, dein Partner oder so hier irgendwie krank wird. Der Vertrag könnte nämlich auch ein Rezept sein. Oder die Mutter empfiehlt dir etwas und du zweifelst es an. Oder. Das ist irgend sowas. Also Mutter, Vater, Bruder, du weißt. Wir haben hier nervig Erwartungen. Du hast also Erwartungen, die nerven. Du willst dich austoben. Warum nervt dich dann das? Ach, du hast Arbeitserwartungen. Da ist. Du hast Arbeitserwartungen. Also in der Arbeit hast du bestimmte Erwartungen und wahrscheinlich erfüllt sich das nicht gleich. Und dann bist du ein bisschen hier grantig, siehst deine Leidenschaft, deine Arbeit als Lüge. In dem Fall ist es gar keine Lüge. Das verändert sich nämlich. Im Endeffekt werden deine Erwartungen erfüllt, aber vielleicht nicht so schnell, nicht im Hier und Jetzt. Weiblichen Aspekt, universelle Hilfe und Wissen erlangen. Ja, Gesundheit, weiblicher Aspekt, ja. Freundin, mal gucken, was hier liegt, schauen wir mal. Weil das ist das einzige Doofe, was hier oben liegt. Und das mit dem Vertrag gefällt mir nicht hier oben. Sorgen, sichtbar im Leben. Ein Abschied. Abschied der Sorgen, sichtbar im Leben. Glaubenssätze im Hier und Jetzt, dass alles heil wird, dass alles gut ist. Einschränkung und Ahnen und du hast offizielle Sachen. Also Gruppe Menschen, offizielle Sachen. Könnte jetzt alles mögliche sein. Kann mit dem Beruf zu tun haben. Oder. Du weißt das. Also offizielle Sachen. Irgendwas Offizielles. Ja, offizielle Sachen in Sache Gesundheit. Ja, aber für Krankenhaus ist mir das zu wenig. Muss ich jetzt fast sagen. Weil hier liegt nämlich auch Gesundheit und Heilung mit drin. Hier ist aber der weibliche Aspekt eingeschränkt, der dir eigentlich helfen würde.
in der Heilung helfen würde, wo immer die Heilung hingeht. Eine offizielle Heilung, also das liegt das hier. Das, was über dich drüber liegt, dieses offizielle Sachen, wären eigentlich schon heil, aber durch die Vergangenheit eingeschränkt. Ich weiß nicht, was ist in der Vergangenheit? In der Vergangenheit ist hier ein Vertrag sichtbar im Leben. Der Vertrag ist eigentlich ein Gewinn, Erwartung von Hilfe. Na, dieser Vertrag ist einfach das, wo ich noch gar nicht so ganz genau weiß, wo ich da hinschauen soll, denn was für ein Vertrag? Das sind die einzigen vier Karten, also eigentlich bloß diese zwei Karten, der Mutlosigkeit und der Zweifel, die diesen Vertrag negativ beleuchten. Aber es gibt eigentlich keinen Grund. Das hier kann eine Krippe sein, was überhaupt nicht weiter schlimm ist. Da liegt ja ganz alleine. Aber könnte. Objekt, Stress und Glück. Okay, da geht es wirklich um irgendetwas, was du anfangen kannst, wo du aber eigentlich glücklichen Stress hast. Oder der Stress, die Mutlosigkeit, Zweifel gehen glücklich aus. Das ist eher noch das, was ich glaube. Und das sind die offiziellen Sachen. Vielleicht hast du, keine Ahnung, auf irgendein Amt etwas zu tun. Was, wenn du auf dem Amt etwas unterschreiben musst, ist es ja auch ein Vertrag. Also wenn du Mietzuschuss beantragst, musst du was unterschreiben. Und immer sobald du was unterschreibst, ist es im weitesten Sinne ein Vertrag. Also ein Papier, wo Unterschrift drunter ist. Und das hier kann offizielle Sachen. Das kann jetzt eben sein, dass du auf dem Amt musst, was weiß ich, Steuererklärung machst, Mietzuschuss beantragst. Keine Ahnung, ist ja vollkommen wurscht. Dein Auto anmeldest, vollkommen egal. Dass dir das erstmal ein bisschen Stress machst, weil du dahin musst, weil diese Gruppe Menschen kann natürlich jetzt auch eine Anwaltskanzlei sein oder, du verstehst, was ich meine. Und das macht dich erstmal Stress, aber das geht auf jeden Fall gut aus. Also du hast hier erstmal Stress, aber es geht sehr glücklich aus. Ist egal, was das ist. Hätte mich jetzt auch gewundert, weil das liegt nämlich viel zu gut da, dass man hier solche Zweifel haben könnte. Dein Körperzweifel gefällt mir nicht. Ja gut, spirituell weiß ich, was das ist, aber im Leben könnte es sich als Grippe oder sowas, also mehr wie eine Grippe oder eine gescheite Erkältung ist es jetzt nicht. Also da muss man jetzt nicht Angst haben vor. Weil es liegt hier richtig wunderschön. Du zweifelst hier und zweifelst hier. Die Lügen, wenn du Lügen siehst, fängst du automatisch Zweifeln an. Du zweifelst an die Gesundheit. Du siehst es. Es kann natürlich sein, dass dein Partner krank wird, weil das mehr an deinem Partner liegt, dass da irgendetwas ist. Und du an der Gesundheit zweifelst oder. Also das wirst du wissen, hat auf jeden Fall mit deinem Partner zu tun. Und vielleicht auch mit deiner Mutter. Weil du traust, ja, durch diese Zweifel vertraust du deiner Intuition kurzzeitig nicht mehr. Aber das werden wir im anderen Blick, im zweiten spirituellen Blick nochmal anschauen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Arbeit liegt Vergangenheit. Also Gruppe Menschen, Wissen erlangen, aber Hilfe, ein bisschen Einschränkung, das heißt vielleicht nicht so viel. Arbeit, aber du hast eine Gruppe Menschen, die da wirklich dazu helfen oder Kunden sind oder wie auch immer. Andere arbeiten körperlich und da machen sie sich Sorgen, weil hier körperlich eben irgendwas ist. Hier passiert irgendwas Körperliches. Da beißt dem aus keinen Faden ab. Finanziell ist hier eine Einschränkung. Ja, und da brauchst du eine mutige Entscheidung. Die Entscheidung ist eben auch ist eben auch finanziell. Sie klickt ja eh schon hier und hier auch. Hier hast du eine Einschränkung, wie auch immer. Und du brauchst hier eine mutige Entscheidung. Und das hat auch wieder mit dem hier zu tun im weitesten Sinne, weil hier das Glück liegt und das Mut liegt auf dem Glück. Also es geht auf jeden Fall gut aus, du musst aber mutig sein. Hier ist eine finanzielle Entscheidung. Hier krankt eben auch der Gewinn ums Geld. Und da ist die Einschränkung um Geld. Siehst du, also mit dem Geld dürfte irgendetwas nicht so laufen, wie du willst. Aber es geht gut aus. Du hast da wirklich ein Glück mit drin, wo auch immer.
Ja, du hast aber auch eine Liebesentscheidung, oder? Das ist lustig. Machen wir mal hier weiter. Also, obwohl diese Einschränkungen von Geld, die liegen hier schon in der Heilung, weil du hier die Glaubenssätze, die du sichtbar siehst, in Sorgen. Das heißt, du wirst hier Sorgen sehen, sichtbar, und kannst sie dann komplett verabschieden und gehst wieder in die Heilung. Und das sagt das ja aus. Also, alles gut. Wird aber ein paar Tage oder 2 Wochen oder was dauern. Also hier kommst du ins Wanken, ins Zweifeln. Aber es ist eigentlich kein Grund da. Macht aber nichts. Das sind Lernphasen. Deine große Familie ist sichtbar im Leben mit Freude und Spaß. Bloß dein Partner ist hier ein bisschen mutlos. Warum auch immer. Ja, der zweifelt auch an den Vertrag. Also hier ist irgendwas. Mit der Gesundheit des Partners. Ich würde eher sagen, mit der Gesundheit des Partners stimmt was nicht. Aber das kannst auch du sein, dass er halt diese Zweifel kriegt. Also hier gesundheitlich ist hier Kleinigkeit. Können wir so stehen lassen. Du selber liegst auf Sorgen. Obwohl das große Kartenbild sagt, du musst keine Sorgen haben. Trotzdem liegst du auf Sorgen. Und das spürst du körperlich. Weil hier wird etwas sichtbar im Leben. Du hast etwas erwartet, was nicht so sichtbar wird. Darum nervt es dich ja so. Weil die Erwartungen verändern sich jetzt. Diese Erwartungen werden weggefressen. Das heißt, du hast irgendeine Erwartung im Dezember, die nicht so kommt, wie man gerne möchte. Was dir dann immer kurzzeitig auch diesen Spaß versaut hier, den du eigentlich hättest. Ja, und die Sorgen werden einfach sichtbar. Aber nochmal, lieber Wassermann, das ist hier kein Grund zur Sorge. Auch wegen der Grippe. Ich sage es einfach mal, Grippe nicht. Gut, du selber. Dein Partner wird ein Wissen erlangen. Ja, wieder hier, wieder über eine Krankheit. Und wir zweifeln wieder. Also hier ist irgendwas und ich sage, ich vermute es, dass das mit dem Partner ist. Aber er hat hier einen Schutzengel, also da muss man sich keine Sorgen machen. Irgendwas aus der Vergangenheit, eine Einschränkung kommt wieder. Also irgendwas, was schon mal war, schränkt den Partner ein, aber er bekommt Hilfe. Ja, er zweifelt sogar an der Körperschaft, er zweifelt an seinem Körper. Also das ist hier irgendwas. Und ich, wie vorhin schon geglaubt habe, es ist mehr der Partner hier, der hier, ja, irgendwie was ausbrütet, sage ich jetzt mal. Und er wird eben Wissen erlangen über eine Krankheit. Und das nervt. Aber er hat hier auch einen Schutzengel. Also das darf ich auch ganz ehrlich sagen. In dem Fall ist es wirklich ein Schutzengel. Die Liebe, die Gefühle lassen aber Freude aufkommen. Da liegt auch eine Erfüllung drin. Eine absolute Erfüllung durch Zauberhand. Du musst dich nur dafür entscheiden. Das ist auch eine Liebesentscheidung. Keine Ahnung, was du da machen musst, lieber Wassermann. Deine Partnerschaft liegt im Hier und Jetzt. Die wird im Dezember sehr präsent sein. Ja, und da liegen halt noch Glaubenssätze, die du aber dann auch verabschiedest. Okay. Ja, das wird turbulent, lieber Wassermann. Jetzt schauen wir mal. Tiere, du zweifelst an Tiere und wenn du eins hast, du zweifelst, dass es richtig war. Wenn du keins hast, jetzt keine, überhaupt keine. Da sind die Zweifel viel zu groß. Also, wenn du jetzt ein Tier hast und du zweifelst dran, ob das das Richtige war oder so, du hast einen Vertrag, was kannst du machen? Wissen erlangen, das Einzige, was man machen kann. Hier ist nämlich etwas, was dich nervt mit dem Tier und da kannst du bloß nachfragen, nachforschen, Internet schauen, Leute fragen, dann bekommst du das auch hin. Okay. Dein Heim, da liegt die Liebe drauf. Also in dein Heim liegt die Liebe drauf und in deiner ganzen Liebe herunter. Du wirst ein Liebes-Dezember erleben, wo große Erfüllung drin liegt. Aber auch eben hier Kummer. Das ist so hin und her gerissen, würde ich sagen. Weil auch diese Lüge gefällt mir nicht. Weil du gewinnst hier, das ist alles gut. Und warum siehst du dann da eine Lüge? Das ist mir noch ein absolutes Rätsel. Ach, das sind die Erwartungen. Die Erwartungen, die sind eine Lüge. Jetzt verstehe ich es. Du, aber in der Arbeit. Jetzt, ja, da schau halt hin. Hier in der Arbeit
erwartest du leidenschaftlich etwas und du erkennst, dass das nicht so geht, dass deine Erwartungen nicht so kommen, wie du gedacht hast in der Arbeit. Und in der Arbeit hast du ja auch irgendwas aus der Vergangenheit. Da machst du dir Sorgen, ja, die Arbeit ist ein bisschen krank. Ja, wundert mich nicht. Also, ich meine, wir haben eine blöde Zeit. Vielleicht sind hier deine Erwartungen einfach zu hoch, obwohl du auch einen Gewinn hast. Also, du hast beides drin. Du hast hier wirklich einen Gewinn drin und hast aber auch, dass deine Erwartungen nicht erfüllt werden. Und dadurch, nein, nicht dadurch, und ein Vertrag, der hier Sorgen macht oder ein Schriftstück oder im Zusammenhang mit dem Partner. Das ist, gefällt mir nicht. Also das gefällt mir nicht, das ist hier erfüllt. Kommen wir mal gleich auf die spezielle Ebene, auf die spirituelle Ebene. Denn hier erfüllt der Partner einen Vertrag. Spirituell. Das ist unbewusst. Ganz ehrlich, unbewusst. Im Endeffekt wird der Partner einen Gewinn daraus haben, weil ihm geholfen wird. Aber erstmal wird er mutlos. Und das auf Körperebene. Aber damit, das tut er, um damit etwas zu zeigen, sich selber, dir, der Mama oder. Also hier wird ein Seelenvertrag erfüllt. Und das kann ich schon nicht sagen. Der aber, weil das hier ist im Spirituellen immer deine Seele. Also für mich. Wenn wir spirituell gehen, ist es deine Seele. Und hier ist ein Seelenvertrag. Hier ist es ganz einfach. Hier ist ein Seelenvertrag, der mutlos und Zweifel in den Körper bringt. Der aber jetzt erfüllt wirst. Du sie erfüllt, also der Partner, erfüllt hier einen Vertrag und wird eben wieder Wissen erlangen von einer Krankheit aus der Vergangenheit. Und das nervt. Aber hier kommt Hilfe. Es ist zwar eine Einschränkung da, aber hier kommt Hilfe. Also es wird wahrscheinlich nicht, weil hier kommt Hilfe für die Gesundheit von Zauberhand. Also man muss sich dann wirklich nur dafür entscheiden, wenn man diesen Vertrag erfüllt hat, kann man entscheiden, so, jetzt ist gut, jetzt habe ich den Vertrag erfüllt, ich muss das nicht mehr haben. Sowas spirituell ist das hier. Das ist wirklich ein Seelenvertrag, der aber momentan schlimmer schaut, aber zum Vorteil gereicht wird. Zum Schluss wird der Vorteil. So wie das alles hier steht, auch im Weltlichen, werden zwar die Erwartungen nicht erfüllt, das siehst du dann im Leben, aber hier kommt ja von Zauberhand Geld, Entscheidung und Gewinn. Also selbst wenn das an der Arbeit nicht funktioniert, finanziell dürfst du das Problem nicht haben. Und auch die Arbeit hat einen Gewinn durch diese Entscheidung. Und hier sind wir wieder runter und wieder alles gut. Also im Endeffekt wird alles gut, halt bloß nicht so, wie man meint, dass es laufen soll. Das sind diese Erwartungen. Wenn man jetzt dich auf Seelenebene anschauen. Jetzt schaue ich mal gerade, gut, das ist damals ziemlich ausgewogen. Nein, wir sind nicht ausgewogen. Ich habe gewusst, ich sehe ja nicht mehr. Hier habe ich nämlich den weiblichen Aspekt und die Seele ist ja auch ein weiblicher Aspekt. Jetzt nicht als Seele, sondern als Karte. Die Karte an sich ist ein weiblicher Aspekt. Dich mal außen vor gelassen, weil ich ja nicht weiß, ob du Mann oder Frau bist, aber und der Partner auch vor, außen vor. Sie heben sich praktisch jetzt auf. Also haben wir zweimal weiblichen Aspekt und keinen männlichen Aspekt. Das spricht nicht für Entschlossenheit. Darum wirst du auch Mut brauchen, weil du im Dezember nicht so entschlussfähig bist, auch nicht auf Seelenebene. Auf Seelenebene hast du eine, bekommst du, so muss ich sagen, bekommst du hier einen richtigen Zugang zu dir selber mit Hilfe und Weitsicht zu deiner Seele. Also du selber wirst hier wahnsinnig viel erfahren und eine große Liebe und Partnerschaft zu dir selbst finden, während dein Partner hier einen Seelenvertrag erfüllt. Vielleicht gibt sich das die Hand, dass du durch das findest, möglich. Oder. Und der Seelenvertrag muss jetzt nicht zwingend eine schwere Krankheit sein, gar nicht. Es ist bloß etwas aus der Vergangenheit und was im weitesten Sinne depressiv macht, kann auch Depression sein. Also es muss jetzt nicht auf zwingend hier körperliche Schäden haben. Es kann auch was anderes sein, aber du wirst es körperlich, vielmehr der Partner wird es körperlich spüren. Das muss jetzt aber, kann auch mit Migräne sein, verstehst du? Also das muss jetzt nicht was ganz Großes sein, es kann auch was ganz Kleines sein. Es kann aber auch was Großes sein, weil eben hier das Offizielle drüber steht und das natürlich dann auch mit Gesundheit zusammen ein Krankenhaus sein kann.
Aber nicht muss, das ist eine große Legung, du verstehst, muss nicht. Gut, was haben wir hier auf Seelenebene, lieber Herr, noch? Ja, genau. Du, hier, du hast auf Seelenebene, arbeitest du eigentlich, ich überlege gerade, ob bewusst oder unbewusst. Ich würde mir sagen, mehr unbewusst, sehr viel. Das sagt das, also du gewinnst immer mehr an Entscheidungen, aber dein Kopf, das ist die Erwartung, sind immer Kopf, immer Ego. Und dein Ego spielt dir immer den Streich, weil das Ego immer irgendetwas erwartet, was auf Seelenebene überhaupt unwichtig ist. Also wenn der Kopf immer sagt, du musst jetzt und wir brauchen jetzt den großen Gewinn und, das muss jetzt sein. Auf Seelenebene sagt die Seele, nee, wir brauchen keinen Gewinn, wir brauchen Liebe, wir brauchen Erfüllung. Alles andere kommt von ganz alleine. Weißt, es ist nicht so, dass du das vermissen musst. Nee, aber das kommt von alleine, das müssen wir nicht anschieben. Wir müssen hier uns anschieben. Und diese Erwartungen, also die Kopfebene, wird dir hier immer wieder einen Streich spielen. Auf Seelenebene, weil du hier die Erwartungen wirklich ego-gesteuert sind. Das wirst du erkennen und dann wirst du es auch verabschieden. Und dann kommst du eben hier eben wieder ganz nah zu dir selber, zu deinem... Entschuldige, das ist normal, ich brauche immer länger wie 20 Minuten. Also, sobald du das erkannt hast, und das musst du erkennen, vielleicht erkennst du es, weil das hier so die Linie runtergeht, durch das, was deinem Partner passiert, erkennst du, dass deine Erwartungen irgendwie... jetzt gehen wir mal davon aus, dein Partner wird krank. Sagen wir jetzt einfach mal, muss nicht, aber sagen wir mal, es wird. Und du machst dir Sorgen um ihn. Dann wird dieses ganze Erwartungshaltung vom Ego einerlei. Dann ist das vollkommen wurscht. Hauptsache dein Partner, den du liebst, wird wieder gesund. Dann kommst du automatisch in dir. Möglich, dass das hier auch der Grund ist, dass dein Partner dir da unbewusst durch einen Seelenvertrag hilft. Also, dass er praktisch dein Partner eigentlich schon dein Seelenpartner ist, der dir durch sein Tun, durch sein Dasein immer wieder auf irgendetwas aufmerksam macht. Möglich. Also es stimmt nicht für alle, aber für viele. Also hier lügst du dich selber an mit Leidenschaft und du wirst es erkennen. Und wenn du es erkennst, wirst du dich gut fühlen dabei. Also nein, nicht gut fühlen. Merken, dass das, wie soll ich sagen, dass nicht du dich getäuscht hast, dass nicht du fehlgegangen bist, sondern die Erwartungen, das Ego-Denken, das war, was fehlgeleitet war. Aber nicht du, dass du zu deinen Gefühlen vertrauen kannst. Das wird hier erkannt. Und darum darfst du dich und kannst du dich auch freuen. Und darum kommt aber auch dieser positive Gewinn in dein Leben, wenn du den Mut hast, dich zu entscheiden, obwohl der Mut momentan nicht eingeschränkt ist, also du brauchst jetzt wirklich Mut bei dieser Entscheidung, die das Leben voranbringt, mit Liebe und Gefühle zu tun hat, weil du momentan der Entscheidung, also in der Zeit der Entscheidung, absolut mutlos bist und eingeschränkt bist von deinen Inneren her. Das kann sein, dass dich das hier mehr beschäftigt oder das hier so niederhaut, geistig, dass du momentan erstmal mutlos bist und jetzt sollst du das auch noch entscheiden. Das kann alles sein, aber da muss ich dir raten, lass dir Zeit, denn du erkennst das und dann kommt hier die Hilfe automatisch wieder. Es wäre natürlich schön oder besser, wenn du das gleich erkennen würdest, diese Erwartungen gleich mal raus sein würdest, du musst nichts erwarten, das kommt, wie es kommt. Dann könntest du gleich hier rüber gehen, dann müsstest du das gar nicht haben. Weil das kommt sowieso, das hier oben kommt sowieso. Also, aber du musst das halt entscheiden, ja. Was haben wir noch auf Spirituellen? Ja, wir haben hier noch Glaubenssätze, die deine Gefühle angehen, aber auch die wirst du erkennen, verabschieden und da wird dann deine Heilung eigentlich vorangebracht. Aber hier kriegst du doch schon wieder eine Einschränkung durch diese Mutlosigkeit. Ja, ja, also... Die Mutlosigkeit muss dann weg, die du empfindest und damit auch diese Einschränkung. Und das kommt immer alles aus der Vergangenheit. Das heißt, im Dezember, lieber Wassermann, wird dich die Vergangenheit einholen. Wie auch immer und wahrscheinlich auch deinen Partner. Der liegt nämlich auf Transformation. Also bei der wird sich komplett, dem vom Partner wird sich komplett einiges ändern, obwohl er auch in der Erfüllung und die Zauberin bei sich hat. Das heißt, das wird bei ihm wie bei dir sehr positive wie auch
sehr zermürbende Situationen geben. Nicht ganz schlimme, das liegt hier nicht. Aber etwas, was dich mutlos macht, was dich ein bisschen zermürbt. Weil der Partner liegt hier auf Geld, Spaß und weiblichen Aspekt und auch auf Gesundheit. Also die Partnerschaft an sich ist sehr gesund. Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Aber eben auch dein Partner wird hier durch die Seele Wissen erlangen, durch diesen Vertrag. Und auch, es wird dir, hier ist unwahrscheinlich viel Hilfe drin. Du musst das Bus selber anschubsen. Das ist das Einzige, was du machen musst. Also es selber erkennen, diesen Mut aufbringen und dann kommt die Hilfe, die kommt, die hast du schon um dich rum. Die Erfüllung liegt. Du musst bloß den Mut haben, es zu tun. Was auch immer es zu sein hat. Wo haben wir das vorhin draufgelegt? Auf den Vertrag, genau. Auf den Vertrag haben wir ein Objekt, Stress und Glück. Ist egal, was dieses Objekt ist, sei es ein Krankenhaus vom Partner, sei es ein was weiß ich, eine Krücke, weil du den Fuß gebrochen hast, oder, es ist vollkommen wurscht, es kann auch was, ein Auto, ein Haus, eine Villa, was weiß ich, eine Yacht sein, was dir erst Stress macht, aber dann wirklich wieder ins Glück führt. Darum sage ich ja, es führt dir alles ins Glück, aber du wirst es körperlich spüren. Du und dein Partner, ihr werdet es körperlich spüren. Es muss aber nicht wirklich schlimm sein. Hier ist nämlich auch noch ein Zweifel in der Partnerschaft, weil hier eine Liebesentscheidung ist. Auch das liegt hier drin bei den einen oder anderen, sich hier wirklich für irgendetwas in der Liebe zu entscheiden, weil hier Zweifel in der Partnerschaft aufkommt. Auch das ist hier drin. Und diese Entscheidung weiß ich nicht, wie du dich da entscheidest. Ja, vielleicht bist du auch deswegen mutlos, man weiß es nicht. Hier ist große Erfüllung drin, aber auch großen Trauer, das stimmt nicht. Das ist so nervig. Nervige Sachen sind hier drin, die so an dir arbeiten. So einen ganzen Monat immer arbeiten. So Highlights, die richtig schön sein und dann wieder. Also nichts Großkranker, aber immer wieder mal schnupfen und dann wieder husten und immer wieder so, was dich dann runterzieht, obwohl der Monat schön ist. Ja, und vor allem, weil deine Erwartungen so sind, wie sie sind. Gut, lieber Wassermann, Erwartungen weg, das ist alles Ego. Wenn du das verstanden hast, kommst du auf die Seelenebene und da ist alles gut. In diesem Sinne, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten. Und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das,
was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung, und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden, und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.